Träume sind Privatsache, oder? Wenn mir jemand einen Traum erzählen will, ergreife ich automatisch die Flucht. Es sei denn, es handelt sich um eine Geschichte, die so haarscharf an der Realität vorbeigeht, dass sie fast wirklich sein könnte. Vielleicht mit einem kleinen Haken dran oder zwei. Hier ist eine. Ich habe mich im Gebirge verlaufen und die Adresse meiner Unterkunft vergessen. Nur, dass daneben das Haus von Karl Lagerfeld stand, daran kann ich mich erinnern. Mit Hilfe seines Namens hoffe ich, meine Adresse zu identifizieren. Ich frage Leute, die am Weg in kleinen dunklen Hütten wohnen. Sie sind freundlich, haben aber von Karl Lagerfeld noch nie etwas gehört. Außerdem verstehen sie meine Sprache nicht, sodass ich immer nur wieder Karl Lagerfeld sagen kann. Karl Lagerfeld, Karl Lagerfeld. Sie schütteln verständnislos den Kopf. Schließlich kommt ein zugereister Onkel der Familie vorbei. Er hat schon mal was von Karl Lagerfeld gehört, weiß aber auch nicht, wo er wohnt. Jemand schlägt vor, ihn anzurufen und nach seiner Adresse zu fragen, dann könnte man daraus auf meine Adresse schließen. Aber niemand kennt die Telefonnummer. Vielleicht im Telefonbuch nachschlagen, fragt eine ahnungslose Frau. Der Onkel klärt sie auf. Die Nummer ist so geheim, dass er sie dir nicht mal dann verraten würde, wenn du ihn anrufst. Gefälliger Wahnsinn. Daraus ist der Traum.